Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Kampagne. Auf dem Schwierigkeitsgrad brutal. Beim letzten Mal haben wir traurigen Ereignisse um Zeratul gesehen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, schaut am besten wirklich die letzte Folge. Es war echt sehenswert. Und ja, ich bin sehr traurig, muss ich sagen. Aber gut, wir müssen weitergehen. Wir haben die Gefahr Amons vor uns. Aber Atanas hat jetzt wenigstens nicht mehr, also wird jetzt wenigstens nicht mehr unter den Einfluss von Amon kommen, weil wir die Kala abgeschnitten haben, den schönen Zopf hinten dran. Wir fahren mal fort und schauen, wie wir denn weitermachen. Ich habe nach euch gesucht. Artanis, die Götter seien gepriesen. Eure Nervenstränge, sie müssen durchtrennt werden. Die dunklen Templer haben dies bereits getan. Ich bin frei von der Verderbnis der Kala. Gibt es noch mehr Überlebende? Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. Kommt, wir müssen fort von hier, bevor es zu spät ist. Fort? Wie? Die Speer des Ardun ruht weiterhin unter den Ruinen des Khor Shakal. Ihre Generatoren mögen alt sein, doch ein fähiger Phasenschmied wie ihr könnte sie aktivieren. Die Speer des Ardun? Es ist mir eine Ehre. Dies ist wahrlich ein Wink des Schicksals. In der Tat. Kommt, wir müssen sofort aufbrechen. Irach, wir sind auf dem Weg zur Speer des Ardun. Falls ihre Generatoren noch funktionsfähig sind, sollte ich sie aktivieren können. Sobald die Speer wieder voll funktionsfähig ist, müssen wir diese gefallene Welt verlassen. Okay, die Speer des Ardun ist unsere Mission. Aktivieren Sie die Speer des Ardun. Wir können Erfolge erzielen, indem wir sie abschließen. Innerhalb von 10 Sekunden 5 Einheiten roundwarpen. Das kriegen wir auch hin. Und in unter 15 Minuten, ja, das werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen, wenn das ein Ziel für normal ist. Wir können dabei allerdings Photonenkanonen bauen, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Und eine Schildbatterie stellt die Schilde von in der Nähe befindlichen verbündeten Einheiten und Gebäuden wieder. Wow, das ist aber eine starke Sache. Die wollen wir natürlich auch auf jeden Fall bauen. Die Speer des Ardun schlummert tief unterhalb des Herzens der Konklave. Ich hatte vor, sie zu aktivieren, um unseren Sieg über die Zerg zu garantieren. Doch jetzt ist sie unsere letzte Hoffnung, um zu überleben. Soll das so? Artanis, warum entziehst du dich deiner Erlösung? Celendis, sie steht unter Amons Einfluss. Karrax, wir müssen die Speer des Ardun in Betrieb nehmen. Die letzte Energiezelle fährt hoch, doch die Verbleibenden wurden von Kriechern das angelegt. Soll nicht so. Ich verstehe. Wir müssen sie säubern. Steht unsere Verteidigung? Sie sind leider noch ohne Energie, aber die Versorgungssysteme der Speer des Ardun sollten dabei nützlich sein. Sie ermöglichen uns, überall auf dem Schlachtfeld Pylonen anzufordern. Wir sollten hier so früh wie möglich damit beginnen. Okay, ich hoffe, dass dieser Grafikbug nicht häufiger auftritt. Das sah ja merkwürdig aus. Mit diesen Photonenkanonen können wir den Nexuspunkt verteidigen, Irach. Sie benötigen einen das Pylonen ist ja cool. als Energiequelle. Ihr könnt über die Speer des Ardun einen Pylonen heranwarpen. Klickt dazu oben im Kommandobildschirm auf Pylon anfordern.
Das ist ja geil. Es kostet hier jetzt Energie. Unsere Kanonen werden aber keine Mineralien dafür. Unter Beschuss nehmen. Wenn sie beschädigt werden, lädt die Schildbatterie ihre Schilde wieder auf. Diese Verteidigungsanlagen werden bei der Evakuierung hilfreich sein. Doch die höchste Priorität hat die Säuberung der Energiezellen. Okay. Oh, hier ist mal wieder dieser Grafikbug. Das ist nicht gut. Ich muss mal einmal die Grafik runterstellen. Vielleicht liegt es daran. Wir sehen uns gleich in einem kurzen Cut wieder. Okay, jetzt funktioniert alles. Ich habe es jetzt mal von Extrem auf Ultra runtergestellt. Klasse, wenn man immer die Namen so hoch setzt. Extrem und Ultra. Wir können nun unsere Warp-Knoten zu Warp-Toren erweitern. Somit können wir Einheiten überall im Energiefeld eines Pylonen heranwarpen. Okay. So, ich brauche aber jetzt wieder einen Pylon und wir haben noch nicht genug Energie. Das heißt, wir bauen erstmal so einen Pylon. Mit Mineralien können wir es ja auch. Okay, und hier erforschen wir schön Upgrades. Wir können jetzt auch, na, noch können wir keinen Stalker warpen. Deshalb warte ich mal noch einen Moment, bis wir den Kybernetikkern haben. Denn der ermöglicht uns den Bau von Hetzern, wie wir hier schön lesen können. So, wir nehmen hier gleich das zweite Gas, wobei so viel Gas brauche ich eigentlich gar nicht. Zerkling-Organismen nähern sich dem Nexus. Bereitet die Verteidigung vor. Mach ich. Bin bereit. Greift mich doch an, wenn ihr könnt. Da kommen sie. Okay, das haben sie aber jetzt ziemlich schnell auseinandergenommen. Oh, okay, ich muss hier auch darauf achten, dass ich an richtigen Stellen reinwarpe. Nee, es gibt ja keine besseren. Okay, man kann immer nur den gleichen reinwarpen, aber es dauert trotzdem lange. So, so. Naja gut, soll mir recht sein. Weiterer Pylon. Und dann können wir hier wieder die Kanone ersetzen, die wir verloren haben. Ich werde hier als erstes das gleich überrennen. Diese 15 Minuten an Aufgabe schlage ich mir mal direkt aus dem Kopf. Ich will mich nicht hetzen lassen in dieser Mission. So. Wobei ich im Zuge dessen mal ankündigen kann, sobald eine Folge oder eine Mission über 30 Minuten dauert, werde ich einen Cut setzen in der Mitte. Ungefähr in der Mitte. Und das dann auf 2x15 Minuten runterkürzen. Nur damit du schon mal Bescheid wisst. Können wir jetzt das schon angreifen? Was ist denn hier? Naja, 1-1 Hydras und ein paar. Erwarten wir mal lieber noch einen Moment mehr. Können wir vorstellen, dass gleich hier noch angegriffen wird? Was ist denn das überhaupt? Aktivieren Sie Energiezellen? Naja. Schauen wir gleich mal. Ich registriere inaktive Warp-Tore. Ah, das ist schon mal gut. Sie könnten uns einen Vorteil verschaffen. Errichtet einen Pylon daneben, um sie mit Energie zu versorgen. Wir locken erstmal noch mal ein paar Einheiten her. Es ist die Pylonen direkt von der Speer des Adun anzufordern. Natürlich können wir sie auch über unsere Sonden heranwarpen. Ah, okay, ich brauche aber Vision. Okay, merke ich mir. Zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier. Bauen wir mal erstmal einen Pylon, weil wir scheinen hier auch eine Obergrenze an mögliche Energie zu haben. So, ich würde jetzt hier ganz gerne das zerstören. Langsam aber sicher. So, was haben wir hier noch? Ein paar Linge, ein Muta. So, und das können wir auch ausschalten. Zack, ich werde hauptsächlich Stalker bauen. Eigentlich würde ich nur Stalker bauen, glaube ich. Zweite Energiezelle ist aktiv. Das Sensorfeld der Speer des Adun reagiert. Kämpfe nicht gegen deine Bestimmung an, Artanis. Dein Volk hat endlich wahre Einigkeit gefunden. So, wir haben leider wieder Kanone verloren. Oh. Halt, was ist das? Warp-Prismen nähern sich unserem Nexus-Punkt. Hetzer, schalte diese Warp-Prismen aus. Schnell, bevor sie was reinwarpen.
Aber die sind so weit weg hier. Hm, das ist blöd. So, die haben wir ausgeschaltet. Sehr gut. Dann geht's mal dahin. Wir haben erstmal einen normalen Pylon und dann fordern wir hier unten ein. Unser spätes Andun an. Ein Warp-Tor entdeckt. Wir sollten einen Pylonen errichten, um es mit Energie zu versorgen. Das Warp-Tor ist wieder in Betrieb. Darüber können wir sofort neue Einheiten heranwarpen. So, hier setzen wir mal nochmal eine Kanone hin und am besten noch eine dritte. Und dann werden wir mal hier auf der Seite der Map ein bisschen aufräumen. Und schauen, was hier so gibt. Ich soll auch mal 5 Einheiten gleichzeitig ranwarpen, weiß ich ja. Deshalb warte ich mal einen Moment. Widersetzt euch nicht länger. Ihr werdet von eurem Elend erlöst sein. So. Ich hab noch nicht genug Geld für 5 Einheiten gleichzeitig. Wir haben jetzt alle Upgrades, die wir erforschen können. 111. Was brauche ich denn? Ich brauche... Sollte eigentlich reichen jetzt, ne? Eine weitere Gruppe Zerglinge nähert sich unserem Nexus von Süden. Ja, damit haben wir maximaler Warp. Ich bin die Stimme der... Wir stellen uns mal hier gerade. Oh. Die Zerglinge sind halt die Stalker eigentlich nicht das Effektivste. Aber trotzdem baue ich sie. Denn sie gefallen mir am besten mit Blink-Fähigkeit. So, fangen wir nochmal einen Pylon an gerade. So. Zack, Mineralien einsammeln und da ist nochmal ein Warp-Tor. Da wäre jetzt natürlich auch. Wäre es ganz gut, wenn wir da die Energie haben könnten, weil ich jetzt keine Probe auf der Map habe. Aber das dauert noch Ewigkeiten, bis ich das machen darf, weil hier ist auch noch. Ja, wobei, 15 Sekunden kommen. Das ist mir gerade wert. Darauf können wir eben warten. Währenddessen können wir ja mit diesen hier schon mal über diese Brücke vorrücken. Da liegen auch noch Mineralien rum. So, immer wieder die Angeschlagenen nach hinten ziehen, so wie wir es schon gewöhnt sind. Karax, ich habe ein weiteres Warp-Tor aktiviert. Macht es sofort bereit. So, jetzt kann ich natürlich auch hier rein warpen, glücklicherweise. Das ist ja der Vorteil hier an den Warp-Toren der Protoss. Okay, soweit so gut. Wir wollen hier auf jeden Fall weiterkommen. Deshalb geht's jetzt auch mal drauf. Alles Leben ist minderwertig. Fehlerhaft. Ich rekonstruiere die Schöpfung. So, und das sieht so aus, als würden wir es hier schaffen. Lasst unsere Feinde unsere spüren. Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt die Saat meines Sieges in sich. Das hat er schon mal gesagt, glaube ich, bei der Untergangsmission der Protoss, oder? Oh, Hydroswürmer. Hydroswürmer. Schnellkrieger, vernichtet sie. Noch sind wir nicht besiegt. Das ist sehr, sehr schlecht hier gerade. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich lasst unsere Da bin ich jetzt hier doch ordentlich out of position gerannt, leider. So. Angegriffen.
Wir müssen ein bisschen was hier noch abstellen. Ein paar Einheiten. Während wir hier uns um die Nidus-Würmer kümmern. Müssen wir irgendwie die Stellung halten, vernünftig. So, sehr gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite gerade. Ich bin hier in den Schatten. Und gehen hier mal weiter runter. Ich bin hier. Hier gibt's Zerg. So. Einen Infestor haben wir hier. Der kann uns hier fangeln. Das heißt, wir werden in der Bewegung eingeschränkt und wir erhalten Schaden. Eine Kombination, die sehr tödlich sein kann. So, hier ist nochmal ein Warp-Tor. Ausgezeichnet, Hierarch. Wir haben alle Warp-Tore unter unserer Kontrolle gebracht. Alle sogar schon? Okay, es gab nur drei. So. Diese Stellung sollen wir auch definitiv überrennen können. Oh, ein Unterlist. Oh, das ist schon eine bisschen blöde Position für uns hier. Das ist da sehr offen war zwischenzeitlich. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wir haben so wenig Geld nur noch. Haben wir hier noch... Oh ja, die sind aber noch sehr gut befüllt. Ups. Gut, wir müssen mal eben wieder in unsere Basis zurück. Protoss Flugeinheiten. So, Scouts. Genau zu sein. Anders, glaube ich. Gut. Nächster Schritt, wir gehen mal hier runter. Wir fordern auch mal hier gerade einen Pylon an, damit ich besser reinforcen kann. Da liegen auch noch schön Mineralien rum, das heißt, ich kann wieder ein bisschen besser reinwarpen hier gerade. Kann ich gut gebrauchen. So, hier war ja noch ein Pylon. So. Gut, dass der Immortal nicht die Hetzer fokussiert hat. Sollen wir erst auf die Energiezelle gehen oder erst auf die? Wir gehen erst auf die. Ich denke, das ist so auch gedacht. Nehmen wir erstmal den Kriecher hier raus. Was ist denn hier oben noch? Ich rate zur Vorsicht, Hierarch. Ihr nähert euch dem Schwarmcluster der Zerg. Ihr solltet mit heftigem Widerstand rechnen. Gut, dann gehen wir da mal nicht rein. Ist ja überhaupt nicht notwendig. Ja, toll. Jetzt kommt natürlich wieder ein Angriff. Zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt. Und ich muss mir hier wieder einen Wolf micron. Ziehen uns mal eben hier gerade wieder ein Stück zurück. Aber die Mutas haben sich jetzt hier zu weit rausgewagt. So dass wir sie eben abräumen können. So. Jetzt müssen wir doch mal hier hochpushen können, so langsam. Trotzdem hat leider der Fangel gesessen. Was ist das denn hier? Gut, ziehen wir uns wieder zurück. Denn wir müssen hier unsere Basis gleich verteidigen. Und die kommen leider über die falsche Seite. Die Zerstörer-Hybriden. Und
inklusive der Dragoner. Versuchen wir uns mal hier in die Kanone zurückzuziehen. So, offensiver Blink drauf. So. Jetzt aber mal hier. Wir haben leider ein Warpgate verloren, aber das ist gerade nicht das Allerschlimmste. Aber ich will jetzt endlich hier hochpushen können. Wo wir immer wieder eingeschränkt wurden bei unserem Push hier hoch. Immer wieder unterbrochen. Aber so viel Widerstand sollte hier eigentlich nicht mehr sein, denn wir haben ja eigentlich schon ziemlich viel ausgeschaltet, dachte ich. Und auch bisher hier nur noch Zerklinge. Okay, da kommt wieder ein Ultralisk. Da muss man extrem aufpassen. Dann noch ein Wächter. So, sehr gut. Wir sind fast fertig, Hierarch. Noch eine letzte Energiezelle muss aktiviert werden. Dann ist die Sperr des Adun einsatzbereit. Nehmen wir an, jetzt kommt erstmal wieder ein Angriff, oder? Genug. Der ewige Kreislauf des Wahnsinns kommt zu einem Ende. Ich bringe Erlösung. Hört auf, euch zu wehren. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass das wieder kommt. So. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Gleichzeitig noch Warp Prismas. Basis wird angegriffen. Schlaft auf ewig. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Sehr gut, das haben wir schon mal ausgeschaltet. Sind nur noch Zerg da. Jedenfalls nachströmend. Dazu ziehen wir uns aber mal gerade trotzdem wieder hier in unsere Basis zurück. Fokussieren erstmal die Bähnlänge. Oh, Immortals. Immortals sind halt die Kontereinheit gegen unsere Hetzer hier. Und da unsere Armee leider hauptsächlich aus Hetzern besteht, ist das hier gerade wirklich nicht so ohne. Aber es sieht so aus, als bekommen wir es hier verteidigt. Ich will jetzt auch keine weiteren Kanonen mehr hier errichten. Ich kann jetzt Mars-Einheiten einfach bauen. Oh, hier ist noch ein Mythoswurm. Das dann müssen wir eben schnell vorrücken. So. Ist der auch ausgeschaltet. Dann geht's hier in die Mitte. Auch nochmal ein Pylon. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So, und dann können wir jetzt hier vorrücken. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir stehen. Ich bin hier in den Schatten. Zur letzten Batterie hier. Ziehen uns hier nochmal eben ganz schnell zurück, damit wir nicht in den Kanonen kämpfen müssen. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ist da leider ein Ding ins übrig geblieben. Ah, oh, dieser Carrier macht ziemlich viel Schaden. Aber er steht hier jetzt blöd rum. Die Chance nutzen wir natürlich schnell aus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier langsam unsere Mineralienfelder leer. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben noch sehr, sehr wenig Mineralien hier zum Ranwarpen. Nein, ich habe hier falsch geblinkt. Naja, was soll's. Hier sind Hybriden. Das hat immerhin geklappt, hier einen Teil nur zu pushen.
Ich bin. So, damit haben wir schon mal einen Hybriden zerstört. Sehr weit. Okay, und wir müssen uns auf jeden Fall nach Hause zurückziehen gerade. Nicht genügend. Eure Sonnen werden. Das ist schlecht. Warum kam denn jetzt hier ein Push? Das müsst ihr mir doch ankündigen, wenn ihr pusht. Ich kann nicht mal mehr Nixus gleich errichten. Wenn ich es denn noch überhaupt irgendwie abwehren kann. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Vielleicht hätte ich einfach vorne bleiben sollen. Okay, ich darf jetzt gleich nochmal einen Speicherpunkt laden. Ich hoffe, es wurden welche gesetzt regelmäßig. Denn so schaffe ich es definitiv nicht mehr. Laden. Das war jetzt ein bisschen blöd. Wir sind fast fertig, Hirach. Noch eine letzte Energiezelle muss aktiviert werden. Dann ist die Sperr des Adun einsatzbereit. Genug. Der ewige Kreislauf des Wahnsinns kommt zu einem Ende. Ich bringe Erlösung. Hört auf, euch zu wehren. Gut, wir müssen also jetzt von diesem Punkt nochmal weiterspielen. So, jetzt müssen wir hier mal schnell weitermachen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So. Dann jetzt mal auf den. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Das ist euer Weg. So, jetzt gehen wir mit allen hier drauf. Auf den letzten Nidus-Wurm. Oh, da kommen die Immortal. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So, Immortal rausnehmen. Das ist ein deutlich größerer Push, als ich ihn irgendwie in Erinnerung hatte. Um ehrlich zu sein. Ziehen uns in die Kanonen zurück. So, naja, das haben wir jetzt immerhin abgewehrt. Ach ne, da unten ist noch immer ein Nidus-Wurm. So, jetzt muss ich aber hier mal schauen. Wie komme ich denn hier vernünftig voran? Ich denke, ich werde jetzt nochmal einen von den Fokussen. Einen der Hybriden, meine ich damit natürlich. Und anschließend werde ich mich nochmal auf den Rückweg machen. Ich setze jetzt erstmal hier einen Save Point. So. Alles wird eins sein. Alles Leid wird enden. So. Schön aus der Position locken, wo sie sich gerade befinden. So. War das vielleicht bei 30 Minuten, dass sie angegriffen haben? Dass das irgendwie so ein fester Zeitpunkt ist? Da müsste ich mich jetzt gleich zurückziehen. Ich werde jetzt eigentlich nochmal, würde ich gerne den Carrier nochmal töten. Und dann ziehe ich mich zurück. Okay, ich habe den einen noch gezogen, leider. Okay, der scheint sich aber zurückzuziehen. Wir ziehen uns jetzt schnell unsere Basis zurück, weil ich glaube, es kam bei 30 Minuten. Und ich denke, wenn wir hier hinten das machen, dann können wir das deutlich einfacher abwehren.
Wir haben keine Forge. Ach, die ist irgendwann gefallen. So. Okay, war doch ein bisschen früher noch. Aber immerhin ist meine Armee jetzt zur Stelle. Fehlen leider die Kanonen immer noch. Jetzt ist meine Armee sehr, sehr schwach, leider. Ich denke, das war der Push. Oder war da noch ein Push danach? Aber jetzt ist erstmal wieder Ruhe. Jetzt haben wir schon die ersten Vespin-Geysire, die erschöpft sind. Oh, oh. Also man merkt, dass Brutal hier nicht so einfach ist. Klingt logisch, ist auch so. Wobei in Heart of the Swarm war die Brutalkampagne ja relativ einfach. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügt, Mineralienfeld erschöpft. Ich bin hier in den Schatten. So, den ziehen wir hier wieder. Dann können wir den ersten Killer-Hybriden hier zerstören. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mit mehr Save Points arbeiten. Und deshalb hier nochmal einsetzen. Zack. Ich bin hier. Ist hier rechts auch noch einer? Im Namen der Rache. Wie ihr befehlt. Gehen wir mal nochmal hier in die Basis gerade rein. Wir sind da. Kommen hier nochmal ein bisschen mehr von der Seite. So, sehr gut. Mit den Killer-Hybriden hier fokussen. Der backt hier sogar richtig rum. Ich bin hier in den Schatten. Oh Mist, ich hab nicht den Erstling getroffen. So. Sieht gar nicht so schlecht aus hier. Oh, wo kam denn dieser Banding her? So, und wir können jetzt hier das fokussen. Das machen wir jetzt auch mal gerade schnell. Und damit haben wir es geschafft, denke ich. Oder? Energieversorgung abgeschlossen. Die Sperre des Adun ist startbereit. Werft alle Erstgeborenen an Bord, Phasenschmied. Wir müssen von dieser Welt fliehen, wenn wir überleben wollen. Zu Befehl, Hierarch. Okay, damit haben wir die Mission geschafft. War ja gar nicht so ohne. Die haben 614 Einheiten vernichtet, 126 Einheiten verloren, 10 Pylonen angefordert, 143 Einheiten durch Warp-Tore rangeworbt und 3250 Schilde durch die Schildbatterie aufgeladen. Sehr schön, den einen Erfolg haben wir nicht erzielt. Unter 15 Minuten war das nur beim besten Willen, nicht mit 32,45. Aber naja. Gut, ich würde sagen, das war's dann aber jetzt hier für diese Doppelfolge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links, nein, hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.